Hallo? Junge! Hallo! Digga! Hä? Junge! Wach auf! Es ist 15 Uhr. Doch, nee, war 15 Uhr, doch. Junge. Was hast du schon wieder gestern gemacht? Schon wieder mit Mädchen oder was? Nee. Ja. Es ist 12.30 Uhr, Junge. Was sind das für Uhrzeiten? Aber ja, Freunde, ich wäre nicht Manuel Haas, wenn wir jetzt nicht aufstehen würden und für euch ein Day in the Life filmen würden, Freunde. Ich werde euch heute den ganzen Tag mitnehmen. Ein Tag im Leben des 18-jährigen Bodybuilders. Ich weiß Bescheid. So, weil ich auf meine Körperpflege achte, Leute. Hin und wieder? Ja, hin und wieder. Meine Routine hier, die Routine ist Mundhygiene, Freunde, bedeutet Zähne putzen. Standardmäßige Sache, Freunde, nicht nur in der Wettkampfdiät oder auf Diät oder was auch immer, sondern auch im Aufbau. Ich bin zwar gar nicht im Aufbau, ich mache gerade einen Minicut, aber was ich sagen will, rund ums Jahr wiege ich mich eigentlich so gut wie täglich, außer ich bin nicht zu Hause. Was sagt das Gewicht? 89,8 Kilo, Freunde. Ich habe jetzt seit Minicut-Beginn, für alle, die es noch nicht wissen, ich mache gerade einen Minicut, seit viereinhalb Wochen 5,5 Kilo abgenommen circa oder 5,3 Kilo oder so. Also es geht voran, Freunde. Stay tuned. So, wie pickst du dein Outfit for the day? Digga, ich ziehe halt ohne Witz jeden Tag dasselbe an. Im Gym immer einfach nur entweder Tanktop oder irgend so ein Oversize. Ist das jetzt schon dein Gym-Outfit? Ja. Also vor allem, ich dusche mich immer vorm Pennen gehen, dementsprechend in der Früh dusche ich mich jetzt meistens nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich so oder so jetzt dann gleich nur was esse und dann fahren wir ins Gym, Leute. Und dementsprechend, da wäre das relativ sinnbefreit. Bevorzugst du lange oder kurze Hosen beim Trainieren? Ich weiß, welche ich bevorzuge. Oldschool Bodybuilding Hosen. Du darfst aussuchen, orange oder schwarz? Orange. Ich wusste es. Ihr kennt mich, glaube ich, Freunde. Wir halten es leicht. Ich bin jemand, der nicht so viel und so gerne Zeit in der Küche verbringt. Dementsprechend ganz standardmäßig einfach nur Kohlenhydrate. Ein paar Cornflakes, Freunde, ein paar Calories. Plus, wo ist der Dreck? Neue Milch Restim, Freunde, wisst Bescheid, Code Manuel, um 10% zu sparen auf eure Bestellungen bei Rocker. Okay, was ist da jetzt der Vorgang für die Leute, die sich da nicht so gut auskennen? Für die Leute, die sich nicht so gut auskennen, Müsli kommt immer zuerst. Bist du auch so einer, der Müsli zuerst, oder? Ja. Okay. Bei mir kann da niemand mehr was anderes erzählen. Manche gehen da zuerst die Milch oder was auch immer zuerst rein. Ich mische das ganze Ding mit einem Eiweißshake, Freunde. Wir brauchen nämlich auch Proteins. Könntest du übrigens auch mal gebrauchen. Yo, what the fuck? Ich habe da übrigens jetzt 85 Gramm Cornflakes genommen, Leute. Also ich habe jetzt keinen fixen Ernährungsplan. Ich habe einfach nur derzeit so meine, sage ich jetzt mal, fixen Kalorien, fixes Eiweiß, etc., was ich täglich erreichen will. Aber sonst, wie ich es erreiche, scheißegal. Boah, geile Bewegung. Wurde jahrelang geübt, meine Freunde. Und nicht jetzt, nur bei Shakern, oder? Richtig. Nein, eher nicht, Alter, du Hund. Mit, Digga, das ist bodenlos geil, ich schwöre. Sieht vielleicht jetzt nicht so geschmacklich aus, aber es ist wirklich geil. Schau mal, das Problem ist, ich bin auf den Entschluss gekommen, dass 90% aller Frauen dieses Übermuskulöse einfach nicht feiern. Deswegen habe ich reingeschissen mit meinem Insta-Account. Alter, ich sag's euch, wir haben mal wieder den besten Tag erwischt. Wir haben heute wirklich den besten Tag erwischt. Es hat 32 Grad, ich schwitze meinen Arsch ab. Ich bereue es jetzt schon, dass ich eine lange Hose angezogen habe. Zeig mal, was du drauf hast, Bro. Weiß ich nicht. Digga, jetzt sehen die Leute mal meine Einpackkünste. Bodenlos. Das weiß ich echt nicht. Ich muss immer den Sneaky-Hasen machen, Leute. Weil da hinten stehen die länger. Die füllen das immer nur so nach vorne auf. Und dann sind vorne die ungekühlten. Das geht gar nicht, Leute. Deswegen immer nach hinten greifen und die eisgekühlten nehmen. Heilige Scheiße, ist das geil. Wie oft trinkst du so ein Monster Energy? Oder jeden Tag. Also mein Rekord, das will ich jetzt wirklich nicht, Leute, dass ihr euch das zu Herzen nehmt und nachmacht. Mein Rekord war an einem Tag, wirklich, das war bodenlos. 3 Monster, ich glaube, dann habe ich noch beim Streamen und so weiter 3 Red Bulls gesoffen und einen Booster vom Training. Aber ich war aber auch nur 5 Stunden gepennt, aber mach das bitte nicht nach, in keinster Weise. Aber im Club wurde so 15 Minuten. Ja, das war auch bodenlos. Da ist einer zu mir gekommen, hat mir alle 5 Minuten, wo das Red Bull leer war, immer neues in die Hand gegeben. Immer neues Red Bull Sugar Free natürlich. Dann bin ich am Ende des Tages, glaube ich, mit 13 Red Bull Sugar Free Intos da gestanden.
kommt mich nicht mehr da fangen. Erster Schluck des Tages. Boah, Alter, ist das geil. Leute, der Typ hat irgendwie... Ja, ich hab das letzte Mal gesagt, Scheiß? Man muss prepared sein. So, der Typ schwärmt jeden Tag von dem Scheiß. Zehnmal geiler. Zehnmal sprudeliger und zehnmal erfrischender. Weißt du, was ich bei Monster nicht feier? Nee. Das ist ein Nachgeschmack. Digga, der Nachgeschmack ist geil. Die haben alle diesen süßen Nachgeschmack irgendwie. Ja eben, das ist ja geil süß. Na, feier ich nicht. Hat was zum Schmecken. Vor allem Leute, wenn ihr auf Diät seid, wenn ihr auf was auch immer seid, ist das halt einfach geil. Mal ganz kurz als Überblick, sein Day in the Life. Ihr seht, ich gehe wirklich, das ist tagtäglich so. Klar, die Aktivitäten, die man tagtäglich macht, sind immer ein bisschen unterschiedlich, aber es ist tagtäglich so, dass ich aufstehe. Ja, mein Schlafrhythmus ist ein bisschen gefickt, deswegen derzeit immer etwas später. Aber ist am besser werden eigentlich, ist am besser. Ja, es ist auf jeden Fall, es war schon mal schlimmer, Leute, vor ein, zwei Wochen, zeige ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Aber auf jeden Fall aufstehen, kleinen Snack, Gym. So, das ist so die erste Hälfte meines Tages, würde ich sagen. Jawohl. So, okay, wir lassen das gestellt. Ich habe auf jeden Fall hier einen guten Kollegen getroffen. Wir haben uns zwar noch nie in echt gesehen, aber ich kenne ihn von Kai. Das ist ja. Kai sein Coach, ja. Motivation King. Krasser Typ, geistig geschaut. Er hat mich gerade gefragt, wann ich das nächste Mal auf die Bühne gehe. Wisst Bescheid, Leute, ich war letztes Jahr im Oktober auf der Bühne und ich weiß nicht, ist ja mal lustig bzw. interessant, die Meinung von einem Coach sich da einfach anzuhören. So, weil mein Gedanke ist so, was ich will. Dieses Jahr oder nächstes Jahr einfach noch nicht auf die Bühne. Erstens bin ich nady, dementsprechend brauche ich auch, finde ich halt einfach mehr, nicht mehr, mehr Zeit geben, Muskulatur aufzubauen, ja. Jetzt nicht direkt wieder dieses Jahr auf die Bühne hoppen, ja. Und im Endeffekt vielleicht höchstens einen halben Kilo oder ein Kilo oder eineinhalb oder zwei, wie auch immer mehr haben. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, ist mein Gedanke, sage ich jetzt mal dahinter, mir zwei Jahre zwischen dem letzten Wettkampf und dem nächsten eventuell einfach Zeit zu lassen. Ja, definitiv. Also es spricht für deinen Zeithorizont, ja. Dass du den sinnvoll setzt, um dann halt wirklich eine signifikante Änderung auch auf der Bühne präsentieren zu können. Also beim letzten Mal habe ich dich auch verfolgt. Package war schon sehr gut. Dann wusste ich, okay, ja, das hat Potenzial, auf jeden Fall. Und wenn du lang genug in dem Sport drin bleibst und immer wieder diese langen Timeframes investierst, also zwei Jahre auf jeden Fall. Das sage ich auch immer, Leute. Ihr Bodybuilding Fitness, ihr könnt nicht in ein oder zwei Jahren ausschauen, sage ich jetzt mal, wie ein Paul, wie wir, wie ein Kai oder was auch immer, Leute. Das ist ein fucking Sport, wo du Zeit investieren musst und nichts von heute auf morgen geht. Vor allem ultra wichtig dafür, den Prozess lieben lernen. Sonst ist man die ganze Zeit ungeduldig, will die ganze Zeit... Und abgefuckt, dass es einfach, dass man noch nicht da ist, wo man sein will, bla bla bla. Genau. Es ist ein fucking Prozess und habt Spaß daran. Ja, also zwei Jahre, ich denke, ja, definitiv sinnvoll. Delts sind nochmal gut gekommen. Ja. Traps, Upper Traps. Ich bin jetzt gerade, ich mache gerade einen kleinen Minicut, bin jetzt seit 4,5 Wochen innen, weil ich war 95 Kilo, war mir einfach, wollte ein bisschen einfach mal wieder leaner werden. Ja, macht Sinn. Ja. Denke, mache jetzt noch so 4-5 Wochen oder so und dann erhöhe ich wieder leicht Kalorien und schaue, dass ich da clean Muscle Tissue aufbaue. Ich bin gespannt, wird geil. Letzte Wiederholung, ja Mann. Letzter Satz, letzte Übung, Freunde. Ich habe die tatsächlich vergessen, deswegen, ich mache die eigentlich immer normal nach der seitlichen Schulter, aber ich habe die einfach vergessen, deswegen jetzt Trizeps gemacht, jetzt noch die. Und dann war es das auch schon mit dem Training, Freunde. So Leute, Gym war crazy heute, muss ich sagen. Ja, das hat Manuel ein bisschen mal so gezeigt, wie das hier so läuft in meinem Gym hier. Yo. Es geht jetzt mal ab nach Hause fressen, Alter. Ich habe so Mörderhunger. Jetzt 2 Stunden hier, Leute. Los. So Bro, wie war dein Workout heute? Training war krass, Alter. Also wirklich heftig. Besser hätte es nicht laufen können. Kraft war da, Motivation war da, Muskelgefühl war da. Solche Einheiten, Freunde, sind immer die geilsten. Weil manchmal, kennt ihr wahrscheinlich sicher, man kommt hin, es ist nicht so motiviert, man hat nicht so Bock. Dann sind zwar die Einheiten auch oft geil, aber trotzdem, ich fühle es irgendwie wärmer, wenn man schon mit Motivation hinkommt. Alles einfach bockt, dann ist einfach das ganze Gesamtpaket einfach geiler, als wenn man unmotiviert herkommt. Aber wir ziehen durch, egal ob wir Motivation haben oder nicht, Leute. Meine Lieben, wir sind back zu Hause. Küchenchef Manuel Haas wird jetzt ein geiles Meal herrichten. Was gibt's? Wir haben hier Putengeschnetzeltes. Dann haben wir Reis. Und dann haben wir Kimi auf dem Platz. Gemüse. Standardmäßiges Bodybuilding-Meal, Freunde, wisst Bescheid.
Aber ich freue mich echt, echt hart drauf. Weil, das muss ich auch, das ist glaube ich auch ganz interessant, ich sage euch ganz ehrlich, mein Essensrhythmus ist derzeit echt komisch, weil ich halt meistens derzeit ein bisschen später immer aufwache. Ich habe jetzt, wir haben 16.30 Uhr, also Gym verbraucht auch mal extrem viel Zeit, wir waren jetzt kaum wie viele Stunden unterwegs. Ich habe 500 Kalorien drinnen, bin jetzt auf 2500 Kalorien derzeit und es ist schon 16.30 Uhr. Und ich schaue eigentlich immer, dass ich so gegen 20, 21 Uhr meine letzte Mahlzeit esse. Ich schaffe es zwar nicht immer und ich will mir auch nicht kein Essen reinquälen, wenn ich keinen Hunger habe, aber ich versuche es natürlich trotzdem einfach nicht allzu spät zu essen. Aber ja, so viel zu dem Thema. Ihr könnt mir gerne mal, Freunde, einen Kommentar schreiben, falls ihr Bock habt, dass ich mal ein genaues Video mache, was ich alles so esse. Also ein Full Day of Eating, wo ich euch genau zeige, wie viel Gramm von den Sachen, welche Lebensmittel, wie die Makros sind, wie die Kalorien sind, etc. Schreibt mir da einen Kommentar, falls ihr das sehen wollt. Das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Und ja, jetzt koche ich erstmal. Das war sehr heftig gerade. Pops. Alter, das Beste einfach nach dem Training zu fressen, Leute, ich sag's euch. Altbekanntes Gesicht ist auch hier. Moin. Wir essen jetzt auf jeden Fall mal und dann keine Ahnung, was abgeht. Leute, 16.45 Uhr. Beschreib mal ein gutes Essen. Erklär uns die Makros und so. Makros. Nee, das kommt in dem Full Day of Eating, wenn das die Leute haben wollen, Freunde. Das will einen Kommentar schreiben. Wir haben auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, eine schöne, fette Portion Gemüse. Das sind, glaube ich, 600 Gramm. Da haben wir schönes Putenfleisch und Fettreis, Digga. Carbs, Proteins, Vitamine. Geiler geht's doch nicht. Mittlerweile frisch geduscht, meine lieben Freunde. Jetzt geht's dann gleich. Wir machen noch einen kleinen Stadtrundgang in der Stadt. Gönnen uns vielleicht eine Pfeife. Aber davor gönne ich mir auf jeden Fall noch meine Supplements. Ihr wisst Bescheid. Gönnen wir da immer 8 Omega-3s. Ja, 8. Dann 12 once a day. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und auf 50, 20 Kapseln. Ah! Und, also damit habe ich abgedeckt, Omega-3, D3, K2, B12. Ihr wisst Bescheid. Dann gibt es nochmal meinen Strong. Damit ihr wisst Bescheid, Kreatin, was die Kraft fördert, Ashwagandha, was Stresslevel sinkt, Testosteronlevel in die Höhe schießt und sonst auch wichtige Vitamine, Mineralstoffe, die eigentlich immer mangelhaft sind. Link zum Rockershop ist in der Videobeschreibung. Mit Code Manuel könnt ihr immer 10% sparen, das heißt, nutzt diese Gelegenheit aus. Und ich sage euch eins, nehmt meine Supplemente jetzt schon, wir haben es 18 Uhr, weil, ja, ich habe keine Ahnung, wie lang der Abend wird. Dementsprechend direkt vorm Schlafen will ich sie nicht nehmen, ich mache das immer nach dem Gym meistens, beziehungsweise so ein bisschen nach dem Gym. Und ja, somit hätten wir jetzt auch mal die Supplements erledigt und jetzt können wir los. So, wohin fahren wir jetzt? Jetzt fahren wir einfach mal auf ganz entspannt den Abend ausklingen lassen. Es ist jetzt 6:45 Uhr. Haben wir eigentlich einfach nur am Balkon gechillt, gegessen, bla bla bla. Bisschen Videos geschnitten schon und so. Für Fotos Insta, bearbeitet. Für TikTok, Fotos bearbeitet, bla bla bla. Und jetzt einfach mal in die Stadt. Eventuell später noch ein paar Freunde treffen, aber mehr oder weniger basically einfach den Abend ausklingen. Freunde, mir ist gerade eine Idee gekommen. Jetzt einen Kommentar schreiben, wenn ich in einem der nächsten Videos eine verfickte 20.000 Kalorien Challenge machen soll. Filmen, wie ich mir 20.000 Kalorien reinhaue bzw. versuche. Ich bin überzeugt davon, wenn ich wirklich alles gebe, dass ich es auch schaffe. Boah, das ist schon okay. Wir werden es probieren. Schreibt einfach einen Kommentar, ob ihr Bock hättet auf so ein Video, Freunde. So, Freunde, die Cola Zero wurde bereits genüsslich verzehrt. Jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Pfeife. Und sonst, ja, chillen wir jetzt einfach noch mal hier, lassen den Abend ausklingen. Es ist jetzt mittlerweile 20 Uhr. Heute wird auch nicht mehr viel gehen, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Hab nichts mehr geplant oder so. War ein chilliger, ganz normaler, standardmäßiger. Was haben wir jetzt für einen Tag? Donnerstag. Wollte schon Mittwoch sagen. Auf jeden Fall, ja. Chillen jetzt einfach noch hier und dann mal schauen. Denke, heute wird nicht mehr viel gehen, Freunde, beziehungsweise heute wird einfach noch mal entspannt am Abend. Leute, wir haben vergessen, wo ich mein Auto hingestellt habe. Das kann es nicht aber sein. Ich glaub, dich? Das ist eigentlich eher nee, es passiert das immer. Es passiert immer, ich Idiot. Wirklich, ich fahre mit dem Auto und vergesse, wo ich mich hinparke. Ich bin wirklich ein Vollidiot. Ja, sowas kann auch natürlich eigentlich nur uns passieren, sowas. Der Mr. Aperol, wie sehr wird sich jetzt der Mr. Aperol auch hier aufregen? Weil der wird das unter Kontrolle haben, aber wir zwei, das ist halt wieder ein Problem. Ich Idiot, habe auch keinen Parkschein ausgefüllt. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten 10 Metern, wir haben es übrigens gefunden, in den nächsten 10 Metern werden wir wissen, ob ich schon wieder zum Warte. Oh, du hast keins. Oh mein Gott. Oh, du hast keins. GG, Alter. Ich habe extra für die letzte Stunde noch.
Bis 22 Uhr muss man immer ausfüllen und ich habe um 21 Uhr nochmal für eine Stunde ausgefüllt. Okay, Freunde, das war's jetzt mit dem Day in the Life. Ich hoffe an der Stelle, Freunde, das Video hat euch gefallen. Vielleicht wird es einigen aufgefallen sein, war ein bisschen, ja, anders geschnitten, etc. Kameramann war mit am Start. Wenn ihr das feiert, Freunde, dann jetzt rein hier supporten, liken das Video, kommentieren und ja, natürlich abonnieren, Freunde. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch, Freunde. Peace out, euer Manuel.